Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir auf der wunderschönen Ellerbach-Karte. Ja, Freunde, mit einem weiteren Vorführer. Mittlerweile ist es ja, glaube ich, bei mir so, dass wir hier Spielstände der Vorführer sind. Aber ist halt so und es ist auch okay so und ich probiere ja auch gern neue Sachen aus, wie beispielsweise diesen Valtra der G-Serie, niegelnagelneu erst rausgekommen und schon anscheinend ein Modell hinterhergeschoben. Das sehen wir jetzt hier vor uns, aber nicht genau, denn es gibt noch ein paar Feinheiten und zwar hat an dieser Stelle... Oder haben an dieser Stelle die Jungs von Moos Agrar hier schon ein bisschen Hand angelegt, Simple IC, Konfigurationsmöglichkeiten etc. pp. Eingebaut. Und wie ich den konfiguriert habe, wir können mal hier eben schnell rangucken, das ist der G135, also die höchste Motorvariante. Wie wir den konfiguriert haben, das können wir uns mal eben schnell im Shop angucken. Und zwar Valtra G-Serie kommt hier ganz standardmäßig daher mit 105 PS. Wir können jetzt hier zwischen Reifenhersteller Michelin, Trelleborg, Nokian wechseln. Wir können verschiedene Konfigurationen, auch Breitreifen machen, auch bei den Michelin-Reifen beispielsweise mit Radgewichten oder schmale Reifen. Können wir machen. Das könnte aber sehr interessantes sein, wenn man entsprechend in Fahrgassen fährt zur Düngung. Dann sind diese schmalen Reifen deutlich besser als, ja, diese ganz kleinen Asphaltschneiden, sag ich mal. Wir können wechseln zwischen einem Active Design, das ist so die niedrigere Ausstattungsvariante, ihr seht das ganz gut hier, und einem Versu Design, das hat unser Vorführer jetzt. In der Designwahl haben wir noch hier oben die Rundumleuchten. Wir haben ein wählbares GPS, das dann auch hier entsprechend mit dargestellt wird im Modell. Sehr, sehr schön gemacht. Wir können Frontlader konfigurieren. Und wir können die Motorausführung zwischen G105, das zeigt immer sehr schön in der Nomenklatur, noch die Leistungsangabe 115, 125 und 135, wo wir auch 135 PS haben. Ja, das wurde mir jetzt schon mal so zugeschickt. Ich denke, dass das Fahrzeug von Moos Agrar dann an der Stelle auch so rauskommen wird. Wie, wo, was, wann. Darüber kann ich euch dann gerne noch informieren. Simple IC haben sie eingebaut. Das ist sehr schön. Und zwar können wir hier zum einen, ich mache es mir mal ein bisschen gemütlich, wir machen gleich die Kamera an, können wir zum einen auch das Lenkrad hier bedienen. Wir können auch die rechte Tür hier aufmachen. Können wir hier oben was machen? Nee, hier können wir nichts machen. Die Tür können wir machen und wir können auch hier hinten das Heckfenster aufmachen. Das ist schon mal eine schöne Sache. So, wir machen aber mal die Tür zu, klappen das hier runter und schalten das Fahrzeug an. Die Jungs von Moos Agrar haben dem ganzen Fahrzeug auch eine Rear Manual Transmission mit beigelegt. Diese Eintragung habe ich mir aber wieder rausgemacht und nutze jetzt ein VCA. Am besten geht eigentlich die Firma 6 Hexaschiff, denn der Valtra oder die Valtra G-Serie verfügt über ein Lastschaltgetriebe. 6 Lastschaltstufen gibt's und 4 Gruppen. Also 6x4 passt da eigentlich ziemlich gut, um erstmal so ja das Ganze halbwegs zu überbrücken, bis man vielleicht was Eigenes baut. Aber wie gesagt, 6x4 passt hier ganz gut. Hier haben wir noch 2 Fahrmodi, auch aus dem Reellen, das ist der Fahrbereich oder Auto 1. Vollautomatisch das Fahrzeug schaltet komplett selbst und im Auto 2 Modus haben wir die Möglichkeit, ihm die Lastschaltstufe vorzugeben, beziehungsweise ja, in unserem Fall würden wir ihm die Gruppe vorgeben und die Lastschaltstufen, die schalten wir dann selber. Ich werde jetzt mal komplett im Auto Modus fahren. SIC aus, ja. Ich kann ja mal den HUD anlassen, ihr seht das unten rechts, ist jetzt in D1, die höchste Gruppe. Und er schaltet durch, Kamera machen wir mal noch mit an. Und ihr hört das natürlich auch akustisch. Wir werden jetzt mal unseren Schwader andocken, denn es geht zum Schwaden. Da haben wir gleich auch noch einen schönen Praxiseinsatz für das Fahrzeug hier. Ist immer wieder spannend, wenn es mal was Neues gibt, ne? Ich meine, der Valtra G, also die Modelle von Giants, die sind halt prinzipiell immer wirklich auch schick. Da gibt's halt nichts zu sagen. Ich sag's ja auch immer wieder an der Stelle. Können wir sogar die Z-Achse sperren. Der ist so übersichtlich. Ein echt großer Pluspunkt. Und ich glaube auch in Sachen Wendigkeit ist er tipptopp. Das werden wir uns aber gleich noch näher anschauen. So,
Dann machen wir das mal dran. Wir haben ja hier unseren Pöttinger Top 652. Aktuellste Version aus dem Haus Agrartechnik Nordeifel. Ja, schauen wir einfach mal. Ob der noch rutscht. Also die Leute sagten immer, er rutscht. Ich habe das selber für mich noch gar nicht so feststellen können. Aber gut. Gucken wir einfach mal. Wir fahren jetzt zu der Wiese, wo wir mit dem MW-Truck gemäht haben. Und gucken mal, wie das Ganze hier so performt. Ich meine, wir haben 135 PS. Das ist mehr als ausreichend. Eigentlich hätten wir dort lang fahren können. Wäre vielleicht besser gewesen. Na gut, wir kommen auch hier durch. Sehe ich jetzt nicht das Problem. Also wie gesagt, in Sachen Rundumsicht finde ich den sehr, sehr gut hier. Ja, nochmal kurz einen Bordstein mitgenommen. Aber gut. So, Blinker sind animiert im Dashboard von. Schöne Sache. Seatcam haben wir drin. Alles prima. Reduziert müsste er jetzt auf 40 km/h sein. Wenn ich den Geschwindigkeitsbegrenzer noch drin habe. Jo, nee. Ja, doch. Denn ich glaube, schneller. Da habe ich jetzt noch gar nicht im Prospekt weiter geschaut, aber ich glaube, bei 40 km/h ist Schluss. Haben wir einen Aufkleber hinten dran irgendwo? Ja, haben wir. Ja, gut. Sehr gut, dann brauche ich auch nicht weiter im Prospekt gucken. Bei 40 ist Schluss. Haben wir ihn begrenzt. Wunderbar. Auch die Real Manual Transmission Auslegung ist bei 40 km/h. Sense. Warum habe ich die Real Manual Transmission Auslegung rausgenommen? Naja, wir haben hier ein Getriebe, ein Lastschaltgetriebe und das lässt sich im VCA besser darstellen, finde ich. Ne, alles, was wirklich manuell geschalten ist, da kommst du nicht an Real Manual Transmission vorbei, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber alles, was Lastschalt, teilautomatisch und so weiter und so fort ist, finde ich den VCA da ganz angenehm. Wir werden auch gleich auf der Wiese den Automodus drin lassen. Mal gucken, ob man dann entsprechend die korrekten Lastschaltstufen wählt. Ich werde die PTO auf 100% setzen. Und wir werden hier schon mal Allrad noch mit zuschalten. Achso, haha. Das müssten wir hier vielleicht noch anschalten. Für alle, die sich wundern, dass ich hier noch einen extra Punkt habe. Das ist die Version aus dem GitHub. So, klappen wir mal aus das Ganze. Oh, dann müssen wir anders rumfahren. Sehe ich gerade. Und ich werde mal eine Gruppe runtergehen, das heißt von D auf C. Haben wir hier eigentlich eine Beleuchtung? Oh ja, schaut mal. Auch hier sind die Tasten wunderschön beleuchtet. Also, wie gesagt, ne, modelltechnisch finde ich das eine super Sache. Wir werden mit 11 km/h fahren. Ich schmeiß den hier schon mal an. Und wir werden 100% PTO fahren. Und geben mal bei 11 km/h den Tempomaten rein. Umdrehung sind wir bei knapp 2000. Das heißt, wir sind relativ, ja, in Anführungszeichen langsam unterwegs, aber mit hoher Drehzahl. Ja, und gut, hier haben wir wieder das Problem, dass ich so weit in die Ecke reingemäht habe. Das hätte nicht sein müssen. So, reduzieren wir mal ein bisschen im VCA die Geschwindigkeit eingestellt, dann jetzt auf, ja, 50%, 6 km/h. Ja. Wenn wir jetzt mal in den manuellen Modus gehen und gehen mit ihm in die C6. Ist das, glaube ich, auch okay. Ich übergehe wieder an die Automatik, aber er geht sofort in die C5 wieder runter. Ja, wenn er da der Meinung ist, das ist die bessere Wahl. Machen wir mal ein bisschen Licht an hier. Ist doch schon ein bisschen düster hier. 15 Uhr im Spätherbst. Ja, wenn er der Meinung ist, das ist die bessere Wahl, dann lassen wir das so. Hier steht noch ein kleines Stückchen. Nanu. Gut, können wir vielleicht mit dem MW-Traktor nochmal hochfahren.
Also ich finde es sehr, sehr schön. Es ist ein Schlepper, der reiht sich bei den kleinen und mittleren Schleppern, finde ich, ziemlich gut ein. Und wir werden gleich mal ein bisschen übertreiben und gucken uns die Wendigkeit an. Letzten Endes ist das auch mit dem Schwadenkrat schon wieder, dass ich so hart schneide. Ups, da ist gerade das Schild hochgesprungen. Wir werden das gleich mal simulieren. Ich heb mal eben aus und fahre mal wieder zurück. Und ich will mal schauen, inwieweit das Fahrzeug wendig ist, weil die Waldras sind schon immer sehr, sehr wendig. Ja, guckt euch das mal an. Also der geht hier so krass rum. Das ist schon nice. Ja, das ist der, finde ich, der Vorteil. Ich werde jetzt trotzdem mal in den manuellen Bereich gehen, denn meiner Meinung nach wurschtelt mir das Getriebe dann zu viel rum, wenn wir gerade an so einem Wendemodus sind. Da würde ich dann doch gern die Drehzahl noch in einem halbwegs humanen Bereich halten wollen. Gehen wir nochmal hinten. Nein, das bringt uns auch nichts, die Beleuchtung. Die Arbeitsscheinwerfer hinten. Können wir das Heckfenster aufmachen? Viele von euch wollen immer, dass ich das Heckfenster aufmache. Ja, gut. Dann tun wir das doch. Und dann werden wir hier mal ein paar schöne Schwade machen. Ihr könnt mir bitte gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir wollen ja Silageballen pressen und wickeln. Was würdet ihr lieber sehen? Eine Presswinkelkombination oder in einzelnen Schritten? Was für Maschinen sollten da angewendet werden? Ich habe zum Beispiel noch eine schöne Klaas Rolland, die kam mal im Mod-Hub vor gar nicht allzu langer Zeit, glaube ich. Das fände ich eigentlich eine recht interessante Variante. Aber ja, ich bin gespannt, was ihr da vielleicht noch so schreibt. Lasst es mich doch wissen. So, wir werden mal ausheben. So, jetzt schalten wir nämlich Eingang zurück. Das finde ich völlig in Ordnung. Und nicht so weit, wie die Automatik das macht. Und dann legen wir hier nochmal los. Schwaden immer zwei zusammen. Die Ausbeute hier auf dem Feld sage ich schon, auf der Wiese, scheint mir schon relativ kräftig zu sein. Aber okay, so haben wir dann, denke ich mal, eine schöne Arbeitsbreite. Das ist völlig okay, auch für die Presse dann völlig in Ordnung, wenn wir das hier zusammenlegen. Von daher zwei Kreise, ein Seitenschwader ist irgendwie nach wie vor, wenn es darum geht, vielleicht nicht allzu große Flächen zu haben, ein sehr angenehmes Arbeitsgerät. Und ich glaube auch hier für die Hellerbach einfach perfekt. So, 135 PS, wie gesagt, haben halt auch hier, wenn es ein bisschen berghoch geht, überhaupt keine Probleme. Von daher schon nicht schlecht. Es ist, von der Qualität her schon ganz ordentlich. Mal gucken, was da vielleicht noch so für Versionen kommen werden. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere da draußen noch ein paar Ideen hat, was man da noch so einsetzen könnte. Aber an und für sich schon nicht schlecht. Und Valtra sieht man auch nicht allzu häufig, muss man ganz ehrlich sagen. Sound ist jetzt hier natürlich absoluter LS-Standard, ist aber auch erstmal okay. Wir haben hier einen 4,4 Liter Vierzylinder. Da denke ich, ist der Sound jetzt gar nicht so schlecht. Klar, ist mit Lance und Co. nicht gleichzustellen, sage ich mal. Aber ich denke auch, im Bereich des Valtra Gs dürfte es noch gar nicht so einfach sein, so viele gute Sachen zu finden. Ihr habt ja jetzt wahrscheinlich auch das Video zum kommenden Skript gesehen, mit dem Soundskript von Ifco und Lenz zusammen. Das geht dann schon mal wirklich in eine komplett neue Richtung. Es gibt auch noch weitere Neuerungen, die werde ich euch aber in einem separaten Video präsentieren. Und ja, da könnt ihr sehr gespannt sein. Ich denke, dass der LS, der nächste Teil verschoben wurde, ist das Beste, was uns wirklich passieren konnte. Aber gut, dazu halt in einem anderen Video. So, ich denke, hier werden wir aber mal ausheben. Ups. Und
und hier weiterziehen. Also ausgestattet ist das Fahrzeug dann hier entsprechend wirklich gut in der Top-Variante. Man kann sich natürlich nochmal die kleine Variante angucken, aber ich finde es halt ganz geil mit dem neuen Controller und Co. Ist das schon eine ganz hübsche Sache, wenn ihr mich fragt. Gut, ich würde an der Stelle jetzt hier aber das Video erstmal zu Ende bringen. Viel mehr gibt es jetzt hier nicht zu sehen und zu erklären zu dem Gerät. Mal nochmal die PTO bzw. das Handgas umregulieren. Wir steigen nochmal aus. Wir können das Fahrzeug auch gern laufen lassen. Wir haben jetzt natürlich so ein bisschen so eine Metallic, Grün-Metallic Special-Lackierung. Ja, gehört natürlich dazu zu einem Vorführer. Ist, finde ich, ein echt solider Schlepper. Finde ich wirklich gut. Gefällt mir, haut mich jetzt nicht absolut vom Hocker. Aber wie gesagt, ne, grundsätzlich ein schönes Modell. Alle Valtra-Fans da draußen werden sich sicherlich freuen, dass die neue G-Serie dazugekommen ist. Wenn das Portfolio erweitert wird und gerade so im Mod-Bereich oder als Mod auch von Giants hin auf kostenloser Basis, ist das natürlich immer eine sehr, 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 sehr schöne Sache. Ja, Freunde, ich bin über eure Kommentare sehr gespannt, was ihr dazu so sagt und was ihr vor allem für die weitere Bearbeitung hier der Wiese vorschlagt. Ich bin gespannt, wie gesagt, freue mich drauf. Bleibt gesund und munter, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne ein Däumchen nach oben, würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich gesund und munter in den nächsten Videos und Livestreams wieder. Bis dahin, Freunde, macht's gut, tschüss.